Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei, ich würde sagen, also die, Kettle und Kops. Wünsche allen einen schönen Sonntag. Sonntag, weil wir entschieden haben, oder auf Kommentare geht haben, wann die Spiele, wann ich das zeigen werde, immer zur festen Zeit. Ich denke mal, um 10 Uhr ist eine gute Zeit, ne? Oder? Oder 16 Uhr. 16 Uhr ist günstiger wegen Livestream, ne? Und das mal klappt, dass man da noch hochladen kann zur Not, ne? Also, ja. Als nächstes machen wir ein neues Tutorial, und zwar Maschinensteuerung. Ne, also beginne mal. Ob das richtig? Wir laden mal die Karte. Ich weiß nicht, was kommt, keine Ahnung. Ist für mich auch neu. Und darum sage ich mal so, wir schauen mal einfach mal rein. Anscheinend müssen wir noch einiges durchspielen, um die Erfahrung zu gewinnen, um die Punkte zu kriegen. Machen wir es halt mal, ne? Und kurz geladen, das dauert ein bisschen, aber heute kriegen wir hin. Heute ist letzte Folge, 17 Uhr bei mir, und dann werde ich sehen, dass ich da. Also, wir haben jetzt gerade Nacht. Also, jetzt gut, gehe zur Tür des Aion 35. Gut, die ist dann meistens rechts, ne? Da haben wir schon. Steige ein, mit E. So, jetzt kann man schon sehen. Springe einfach Fahrzeug, Tab, bringe mit dem angezeigten nächste Tab Fahrzeug. Haben wir noch mehrere? Aha. Das ist die Außenansicht. Jo, nicht schlecht. Springe zurück zum Glas Arion 35. Möchte so haben. Schalte den Motor an mit Enter-Taste. Nummer. Je nach Einstellung deiner Option kann die Handbremse manuell oder automatisch beim Losfahren gelöst werden. Für dieses Tutorial haben wir die Option temporär oder so deaktiviert. So dass die Handbremse manuell lösen muss. So. Geht Lenkung auch? Die Lenkung geht aktuell nicht. Dann muss ich mal gehe nach rechts. Nee. Schalte das Fahrlicht ein. F. Fahrrad zur Straße, hoch die Straße. Das ist ja nicht weit, ne? Mietze muss ja nicht gerade im Straße stehen. So, ändere Kamera Perspektive mit C. Fahr um den Stall herum. Also ich ziehe eigentlich allgemein die Innenansicht vor. Aber bei einigen Situationen ist die Außenansicht oft besser. Aber Tracking funktioniert hier auch nicht. Gut, fahre zu den Silos. Machen wir mal, ne? Den Zucker voll. Wie gesagt, das ist ein Territorial oder eine Grundlagen zum Lernen, Grundlagen und so. Fahre an den Gruppe Personal und dann das. Hänge den Kückerling-Rebell an. Achso. Bose. Wo haben wir den? Müssen die Maus ein bisschen ein. Ach, da. Also die Maus werde ich ein bisschen noch. Ist so. Das mache ich dann offline. Oh Gott, ey. Bin daneben, ne?
Ob ich den jetzt angehängt bekomme? Schau mal. Also mit der Steuerung muss ich ein bisschen üben, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das zeigt sowas an. Mit Q. Das ist gut, das bekannte Steuerung. hilfreich. Fahre zu Feld Nummer 14. Gut, Nummer steht da nicht, aber ich denke mal, das ist die Feld 14, ne? Das sind aber kleine Felder. Klappe Ding. Köckerling aus. X. So, Senke mit V, das ist praktisch, das kennen wir alle schon, ist aber saugartig. Klappe den Körperling ein. Also das sind bekannte Begriffe. Achso, okay, das erste Tutorial haben wir abgeschlossen. Oh ja. Noch eine Funktion. Das hat eben mit der Mittel- und Maustaste aktiviert. Abschließen. Jetzt kriege ich einen Führerschein. Also theoretisch, ne? Machen wir einen Führerschein in Klasse T. Einen Traktor kann ich übrigens auch fahren, ne? Aber nur mit 35 km/h, glaube ich. Das sind die. Das war früher mit Moped zusammen. Fand ich originell. Also die kleinen Traktoren, die wir dann früher hatten. Vom Belleros und so. ZT glaube ich nicht. Also die kleinen schon. Hatte ich aber nie gebraucht. Also wäre theoretisch möglich gewesen. So. In diesem Tutorial wirst du lernen, wie du das Radialmenü verwenden kannst, um verschiedene Funktionen deiner Maschinen zu steuern. Außerdem wirst du lernen, wie du den Schnellzugriff mit Hilfe von Radialmenüs belegen und verwenden kannst. Mhm. Beginnen. Gut, öffne das Radialmenü. Das ist das Radialmenü. Aha. Wechsel in den, oh je, in den vierten Gang gleich, Junge. Nun, schwierig. Wechsel in den vierten Gang. Mit Maus. Einen vierten Ring. Was ist hier, ne? Puh. Gute Frage, vierter Ring. Was ist das gemein? Da oben? Das war starten. Aha. Fahrzeugfunktionen können in mehrere Ringe aufgeteilt sein. Diese kannst du mit einem angezeigten Tasten wechseln. Achso, ja.
Wechseln den vierten Ring, oder das vierte Ring. Das ist eine gute Frage. Da oben. Hydraulik. Haben wir nicht geschafft. Scheibenwischer. Drink. Aktuell weiß nicht, was gemeint ist. Das Heben und Senken. Da unten sind Punkte. Aber wie genau? Das weiß ich nicht. Lenkrad? Geht hier nicht. Muss ich mal irgendwann testen. Zug mal hoch und runterfahren. Allrad an, ausschalten. Lenkrad, ja, haben wir schon mal gehabt. Weil ich kann nur im Kreis gehen. F. F. Ach so. Aber gut. Eins, zwei, drei, vier. Auch nicht. Ah! Mausrad drehen. Dreipunkt Hydraulik. Wähle die Rundleuchte aus. Gut. Wechsel zum Anbaugerät. E. Klappe das Lenken an, sieht aus. Einfach die Taste drücken mit der Maustaste links. Gut. Diese Funktion den Quick Load 5 zu. F. Drücke angezeigtes Load-Taste. Gehen wir auf F. Maus haben wir nicht da jetzt, ne? 5. Gut, 5 drücken, ne? Wie einfach. Das wird aber ein bisschen komplizierter wie LS, ne? Aber gut, das ist vielleicht die Herausforderung, ne? Saatsystem einklappen, so mit einer linken Maustaste. Schließe das Radialmenü mit der rechten Maustaste. Steht da irgendwo dran. So. 5. Das war nicht vorgesehen. Also kann man was zuordnen, das ist gut. Öffne das Radialmenü. So. D
Das Radial merkt sich die Fahrzeug- und Ringauswahl und bleibt beim Öffnen an der entsprechenden Stelle. Gehe jetzt zurück zum Fahrzeug in den vierten Ring und selektiere die Rundumleuchte. Cool. Und was machen wir? Aushalten. Alle Maschinen, die Amrit anhängen können, haben zu einen eigenen Ring, in den alle Maschinen gezielt ab- und angehängt werden können. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man gezielt ein bestimmtes Anbaugerät an- und abhängen möchte. Jo, interessant. Wechsel den letzten Ring. Hänge die Seemaschine ab. Ja, Zugmaul, Kugelkopf. Das ist ja rabiat, aber gut. Gehe jetzt zurück zum ersten Ring mit der Maus, Rad. Und fertig. Beende das Tutorial, Gradation. Du weißt nun, wie du das Radialmodul verwenden kannst, verschiedene Funktionen der Maschinen auszuführen. Zudem hast du gelernt, wie wichtige Funktionen in den Schnellzugriff liegen kannst. Im nächsten Tutorial wirst du lernen, wie du den Autopilot bedienen kannst. Aha, okay. Das ist einfach für heute Schluss. Wir haben es die Zeit geschafft. Anführungszeichen auch rechtzeitig fertig. Ich sag mal tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Und morgen geht es weiter mit dem nächsten Tutorial. Ne? Entsprechend so lange, bis wir das alles können. Ansonsten müssen wir nochmal wiederholen, was wir verlernt haben. Davon gehe ich aus. Das ist nicht so einfach. Ich schließe mal ab. Und dann beende ich mal heute die Folge. Ne? Tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Morgen geht's weiter. Tschüss.